Wir reisen Wort zum Sonntagsmäßig ein klein wenig in die Vergangenheit. Genauer genommen in die 11. Kalenderwoche des aktuellen Jahres. Da hieß es, F1 Let's Player gesucht. Dazu jetzt gleich mehr ein paar Wochen später, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 46. Kalenderwoche. In der 11. Kalenderwoche des aktuellen Jahres habe ich mich etwas, ich sag mal, beklagt, dass ich keinen F1 Let's Player habe, wo ich einfach die Formel 1 gucken kann auf YouTube. Und da habe ich euch eben auch gefragt, ob ihr jemanden kennt, eben mit etwas speziellen Anforderungen meinerseits, dass er einfach das Rennen zum Beispiel nicht schneiden soll, bestenfalls ohne Gesichtskamera und eben auch das Qualifying voll zeigt und bestenfalls auch noch das Freitraining und mit etwas Zusatz dann eben auch ohne Fahrhilfen fährt, vielleicht sogar noch in der Cockpit-Perspektive. Ja, da habe ich euch mal gefragt, ob ihr da jemanden kennt, der da einfach meinen Anforderungen entspricht, und leider konntet ihr mir da niemanden dergleichen empfehlen. Und in den vielen Wochen seit eben der 11. Kalenderwoche habe ich auch viel geguckt, eben noch mit F1 2019 und dann jetzt auch eben mit F1 2020, insbesondere auch wegen des MyTeam-Modus, um einfach mal zu gucken, wie das anderen so ergeht. Also ich merke halt, der MyTeam-Modus, der ist Spitzenklasse. Das Gefühl, das eigene Team voranzubringen und dann auch noch mit einer eigenen Lackierung, so wie wir es mittlerweile in Saison 2 haben, das Gefühl ist einfach großartig und da war ich auch gespannt, ob ich jemanden finde, den ich da länger verfolgen kann und um einfach mal zu gucken, ob der genauso empfindet wie ich. Aber ich muss leider sagen, Pustekuchen, ich habe niemanden gefunden. Niemanden mit dieser speziellen Anforderung oder mit den speziellen Anforderungen, bestenfalls das gesamte Rennwochenende zeigen, ohne große Schnitte in einem Video, der mir eben auch noch sympathisch ist. Nichts dergleichen. Ich denke mal, also die klassischen Let's Plays, so wie ich sie mache, die sind alles andere als absolut untergeordnet. Also es gibt viele, die ich ansonsten noch ganz gerne gucke, die sowas bedienen, aber speziell bei der virtuellen Formel 1, da komme ich einfach auf gar keinen grünen Zweig mehr bei anderen, weil ich da wohl dann doch entgegen der breiten Masse einen etwas zu anspruchsvollen Geschmack habe. Finde ich schade, aber ich werde meine Suche nicht aufgeben, vielleicht finde ich noch jemanden. Und wenn ich da noch jemanden finde, dann werde ich es euch auch wissen lassen, falls ihr eben hier zu wenig Folgen von mir bekommt und ganz gerne auch noch mehr gucken wollt und ihr guckt bei mir gerne, ich finde jemanden, den ich gerne gucke, dann kann es ja auch sein, dass ihr den ganz gerne gucken könnt. Ich habe ja immer noch so die ganz kleine leise Hoffnung, dass Baumi Bauma da noch zurückkommt. Ich habe ihn immer noch abonniert, hat er vor ein paar Jahren eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt, hat auch immer wieder gesagt, wenn es sich für ihn einfach ergibt, ja, warum nicht, aber war bis heute leider noch nicht der Fall, aber wenn der Baumi zurückkommen sollte, dann bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Und er hat eben auch das, so wie ich es ganz gerne hätte, bedient in der Vergangenheit, F1 2014. Lang, lang ist her. Und leider kann ich meinen Durst nach, ich will auch virtuelle Formel 1 auf YouTube gucken, den kann ich einfach nicht stillen. Aber wie gesagt, ich gebe da nicht auf, und falls ihr eben mit meinen speziellen Anforderungen jemanden kennt, dann einfach her damit. Darüber würde ich mich sehr freuen, und ja, ansonsten wünsche ich euch mal wieder eine schöne neue Woche. Vielleicht mit vielen Minuten der virtuellen Formel 1 oder allgemein mit einfach anderen schönen Sachen. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.